Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Angezockt hier auf meinem Kanal. Und zwar handelt es sich dabei um Story of Season Friends of Mineral Town. Ja, wir spielen natürlich Deutsch. Ihr seht, man kann leider die Lautstärke nicht herunterdrehen, oder? Ne, kann man leider nicht. Ist ein bisschen doof. Okay. Muss ich dann im Nachgang noch mal ein bisschen leiser stellen? Oh ja. Die Frage ist natürlich, die ich mir stelle, ist Friends of Mineral Town nun wieder mal ein, ich sage mal, vernünftigeres Harvest Moon? Auch wenn es natürlich nicht mehr den Namen Harvest Moon trägt, weil der Name gehört ja, soweit ich weiß, Natsume Inc., also Natsume Incorporation. Und Marvelous hat einfach nur die Lizenz dafür, von den Charakteren her, also das zu nutzen. So, weil mir die Musik langsam mal auf den Sack geht, nehme ich mal gleich die Charaktererstellung im Angriff. So, ja, ich nehme mal die klassische Optik. Jo. Ja, möchte ich gern. Nee, ich heiße nicht Pete. So, wir haben, oh Gott, hier gibt es 30 Tage. Wir haben am 7. Frühling Geburtstag und wir spielen von der Schwierigkeit gerade mal normal. Na dann, gucken wir uns mal um in Mineral Town. Yay! Eines Tages lag ein besonderer Brief in meinem Briefkasten. Er kam von einem Mann, der sich als Bürgermeister einer kleinen Stadt vorstellte. Nachdem ich den Brief gelesen hatte, habe ich meine Sachen gepackt, mich auf den Weg zum Bahnhof gemacht und eine Fahrkarte nach Mineralstadt gekauft. Der Ort, an dem mein Großvater seine Farm hatte. Tja, das klassische Harvest Moon Prozedere, man kommt wieder auf seine Farm und wird, oh Gott. Thomas, okay. Na, guten Morgen. Du bist Martin, nehme ich an. Ich bin Thomas. Es ist mir eine große Ehre, Mineralstadt als Bürgermeister zu vertreten. Hier ist es. Das ist das Land, das dir dein Großvater hinterlassen hat. Es ist leider schon länger her, dass sich jemand darum gekümmert hat, also ist es ein bisschen verkommen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, die du als Kind hier verbracht hast? Du hast einen Sommer deinen Großvater hier besucht. Es tut mir leid, Martin. Wir mussten unseren Familienurlaub für diesen Sommer absagen. Ich konnte mir nicht dafür freinehmen. Es gibt etwas sehr Wichtiges, das ich auf Arbeit machen muss. Deshalb kann ich nicht weg. Es tut mir so leid, aber du bist jetzt, musst dieses Jahr auf eine Urlaubsreise verzichten. Ich habe einfach zu viel zu tun. Ich werde das wieder gut machen, versprochen. Es tut mir wirklich leid, Martin. Aber bitte hab Verständnis. Wir machen zwar keinen Familienurlaub, aber wir haben deinen Großvater gefragt, ob du diesen Sommer mit ihm verbringen darfst. Seine Farm ist wundervoll. Sie liegt mitten in der Natur und hat alle möglichen Orte zum Erkunden. Du kannst dich entspannen und spielen, so viel du magst. Wir haben schon deine Taschen gepackt. Du musst jetzt nur noch gehen und Spaß haben. Ich denke aber, er kriegt keinen Urlaub. Also was ist denn das für ein Quatsch? Oh, da bist du ja, Martin. Erinnerst du dich an mich? Ich bin dein Opa. Es gibt ja in der Pampa nicht viel zu tun. Aber du kannst dich gerne umsehen. Ich werde leider die meiste Zeit mit der Farmarbeit beschäftigt sein und nicht so viel Zeit zum Spielen haben. Ah, es gibt aber ein paar Kinder in deinem Alter in der Stadt. Ich bin sicher, dass sie gerne mit dir spielen werden. Also stell dich ruhig vor. Ja, es erinnert sich doch ein bisschen an Friends of Mineral Town. Also, nee, Back to Nature, meine ich. Hm? Weil ich also wirklich sagen muss, so Back to Nature auf der PS1 fand ich von der Grafik her damals ein bisschen ansprechender. Hätten sie das so vom Stil doch nochmal übernommen, wäre ich ein bisschen zufriedener gewesen. Naja. Wer ist das? Ah ja, jemand hat gesagt, dass der alte Mann von der Farm am anderen Ende der Straße einen Besucher aus der Stadt hat. Das muss ja wohl sein. Ich frage mich, wieso da sonst niemand ist. Spielst du immer alleine? Wow, ich auch. Ich mag diesen Ort sehr gerne, deswegen komme ich hierher. Ständig. Erzähl mir doch was über dich und die Großstadt und so. Wie ist es dort?
wenn du nach Hause gehst, grüß deine Eltern lieb von mir und sag ihnen, dass ich dich gerne hier zum Besuch hatte. Oh, gehst du schon? Oh, ich werde dich vermissen. Du wirst eines Tages aber zurückkommen, oder? Versprich mir, dass du zurückkommst. Ah, da muss ich sagen, das fand ich damals schon ein bisschen bei Back to Nature besser, wo dann noch dann die grundlegende Melodie dann kam, wo das Mädchen, also man gab es ja damals so mit Mädchen, als anderer Charakter, dass die dann so schön gesummt hatte. Fand ich ein bisschen ansprechender als das jetzt, aber naja. Na, das ist schon jetzt 20 Jahre her. Wie ich sehe, bist du zu einem verantwortungsbewussten Erwachsenen herangewachsen. Dein Großvater hat diese kleine Farm sehr geliebt, weißt du? Ja, er wäre sicher sehr froh zu wissen, dass du sie geerbt hast. Also, was sagst du? Willst du dem Farmleben eine Chance geben? Na klar. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Erlaube mir, dich zuerst als neuen Bewohner von Mineralstadt willkommen zu heißen. Also dann, da du der neue Besitzer der Farm bist, denkst du nicht, dass ein neuer Name angebracht ist? Hallo? Hallo? Ja. Wie nennen wir denn die Farm? Habe ich denn das bei Back to Nature gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich mach's mal so. Jetzt ist die Frage, ob dahinter noch Farm kommt, aber Herrgott. Hedonia Farm. Ja, das klingt schön. Eine Farm zu betreiben ist nicht der einfachste Job auf der Welt. Aber wenn du dir die Mühe gibst, machst du deinen Großvater bestimmt stolz. Also, du bist bestimmt müde von deiner Anreise. Wieso ruhst du dich nicht für den Rest des Tages aus? Ich muss jetzt meinen Pflichten als Bürgermeister nachkommen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Morgen beginnt mein neues Leben als Farmer. Mhm. Okay, also von der Optik her muss ich schon mal sagen, gefällt es mir auch, dass man schon mal oben eine Ausdaueranzeige hat und irgendwie eine Wunderbäranzeige. Mal gucken. Oh, Tasche. Häng deinen Strumpf hier auf. So, am Spiegel kann man die Kleidung ändern. Ja, denn mit den DLCs gibt es nämlich nicht nur die normale Kleidung. Man bekommt auch, wo haben wir sie denn? Genau. Ein Rentierkostüm, ein Kuhkostüm, ein Schafskostüm, ein Hundekostüm, ein Kükenkostüm, ein Hühnerkostüm und ein Naturgeistkostüm. War das Leute mit dabei? Ja. Aber ich bleib bei der klassischen. Obwohl. Ja, wir bleiben mal dabei. So, wir gucken uns. Das Schöne ist, im Haus geht schon mal die Zeit nicht weiter. Wie es eigentlich sein möchte. Alle Bücher ansehen. Oh Gott, Lieferbericht, Trophäen. Post. Ich habe noch keine Post hier drin. Tutorials könnte man sich angucken. Fernsehen, Wetter. Und nun zum morgigen Wetter. Die Wolken verschwinden in der Nacht und die gesamte Region wird einen sonnigen Tag genießen können. Raus in die Sonne. Bildung. Das Leben auf der Farm. Tipps für Fortgeschrittene. Hey Schwester, hey, was? Ja? Bring mir bei, wie ich mich bewegen kann. Also gut, beginnen wir mit der... Okay. Gott, das ist also eigentlich auch alles so Tutorial-mäßig. Unterhaltung. Angeln oder geangelt werden? Angle nicht nach dem Mittelmaß. Angle nach Vorzüglichkeit und zieh sie ans Land. Es ist Zeit für deine weitere Folge der Angel... So, ey! Okay, der springt hier ein bisschen ganz schön schnell rum. Ein bisschen doof, aber gut. Und Nachrichten? Guten Tag, heute ist der zweite Frühling. Die Folgenereignisse finden diesen Monat statt. Frühlingsderby am 12. am 18. Frühling und der Kochwettbewerb am 22. Frühling. Okay. Der Kalender, genau. Oh, da sind schon die Sachen drin. Mein Geburtstag, Tag der Verliebten. Frühlingsderby, Kochwettbewerb. Mochi-Fest, oh geil. Ah, was können wir denn hier machen? Also wir könnten einen Eintrag schreiben. Werkzeugtasche. Die Farmkarte können wir uns mal angucken. Okay, also unten rechts gibt es schon mal Gras, was wir anscheinend ernten können. Ja, erinnert wirklich so ein bisschen mehr an Back to Nature, nur ein bisschen anders verteilt. Von ein paar Sachen wie den Teich, weil der war sonst immer neben dem Baum. Der Hühnerstall war eigentlich immer hier unten links. Der scheint jetzt... Doch, könnte der Hühnerstall sein? Nee, könnte nicht der Hühnerstall sein.
Muss ich vielleicht sogar erst noch bauen? Ich weiß es nicht. Schön, man kann auch reinzoomen. Stadtkarte, die können wir uns mal angucken. Also wir hätten hier die Farm. Da gibt es die Geflügelfarm, wie früher auch immer. Die Schmiede gleich, wenn man reinkommt. Die war normalerweise immer auf der Seite, wenn man reinkommt. Die Kellerei, ja, die ist eigentlich immer auch dann hier gewesen, dahinter. Bessels Haus, die Bücherei, das war auch dann daneben. Was haben wir hier? Ellens Haus, das passt. Haus des Bürgermeisters, das passt auch. Gemischtwarenladen, da kam hier die Klinik, genau. Dann die Kirche, hinten sind die Wichtel. Genau. Sechshaus, Strandcafé. Ja. Jodler Ranch. Und so weiter. Hier ist die Werkstatt. Eigentlich ist es ja vom Holzfäller das Ding. Dann hätten wir hier die Quellen. Genau, dann haben wir hier die Mine. Die Seemine, wo wir nur im Winter hinkommen. Jennifers Zelt. Der Charakter ist, glaube ich, neu. Zumindest ist für, wenn man es auf Back to Nature bezieht. Ansonsten wäre ja noch Friends of Mineral Town. Das Game Boy Advance Spiel. Das war ja damals schon erweitert gewesen zu Back to Nature. Und es bezieht sich, glaube ich, auch direkt auf hier zurück. Oh, hier gibt es sogar noch ein leeres Grundstück. Auch interessant. Ja, und Back to Nature, muss ich sagen, haben wir ja hier auf meinem Kanal gespielt. Friends of Mineral Town, die Game Boy Advance-Variante leider nicht, weil die habe ich auch nicht besessen. Wollte ich mir aber mal irgendwann mal nachträglich kaufen. Ja, mal gucken, ob das mal irgendwann nochmal kommt und ob ich das vielleicht noch irgendwann spielen würde. Wo ist denn eigentlich die Taverne? Also im Gasthaus. Okay. Das hätten wir. Bewohner, Naturgeister. Können wir nichts lesen. So, Anzeige einstellen, ja. Ah. Finde ich halt doof, dass man das nur im Spiel machen kann. Und nicht vorher halt, ne? Herzsymbol, Charakterporträt finde ich in Ordnung. Hilfssymbole von mir aus. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen 3D und 2G? Da können wir mal gucken. So, was können wir mal lassen? Schon mal gut, dass wir da von der Lautstärke jetzt langsam hinkommen. Im Team noch mal gerade was. Keine Frage. So, dann hätten wir das schon mal geschafft. Oh, so. Ich bin ein Farmer-Neuling. Okay. Feldstufe. Da gibt es Stufen? Okay. Oh, und man kann Hasen züchten und Lamas anscheinend. In der Tasche habe ich nichts. Ich könnte jetzt mal einen Eintrag schreiben. Ich würde es mal speichern, mal sicherheitshalber. Ist schon mal gut, dass man dann halt nicht die ganze Zeit dann sofort dann sich schlafen legt. Okay, man kommt auch so ins Menü. Finde ich jetzt natürlich ein bisschen doof. Okay, mit Start kann man das, mit Select öffnet man die Karte. Und wir haben hier eine Werkzeugkiste. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir... Wir brauchen noch die Eisenhacke. Den Hammer. Okay, können wir gar nicht alles mitnehmen. Das ist natürlich doof. Die Sichel werden wir nicht brauchen. Aber so. Und die Gießkanne. Halt. Ah ja, okay. Billige Gießkanne hat noch nicht zwei. Oh, liege ich richtig mit der Annahme, dass du noch nie auf einer Farm gearbeitet hast? Ich würde dir gerne einen Rat geben. Mit Bestätigen kannst du mit der Person vor dir reden oder Objekte in deiner Nähe aufheben. Mit Werkzeug kannst du deinen Gegenstand benutzen, nachdem du ihn ausgerüstet hast. Wenn du einkaufen möchtest, stell dich an die Theke im Laden und rede mit dem Ladenbesitzer. Aber wenn der Laden geschlossen ist, kannst du zwar mit dem Ladenbesitzer sprechen, aber du kannst nichts kaufen. Es gibt auch andere Funktionen. Möchtest du, dass ich sie dir erkläre? Na, von mir aus. Na gut, worüber würdest du gerne mehr erfahren? Ausdauer und Erschöpfung würde mich auf jeden Fall mal interessieren, aber Mineralstadt. Willkommen in Mineralstadt. Dein neues Leben in Mineralstadt hat soeben begonnen. Hier leben jede Menge interessante Leute und es gibt viele Läden, in denen du alles für deinen Start in dein Leben als Farmer bekommst.
Auf dem naheliegenden Berg wirst du viele Gaben von Mutter Natur finden können und natürlich einen tollen Ausblick von seinem Gipfel. Ja, als neuer Farmer kannst du vieles ausprobieren, Nutzpflanzen anbauen und Vieh züchten, nach Gegenständen suchen und graben und mehr. Wenn du nicht weißt, womit du anfangen sollst, sprich einfach mit den Stadtbewohnern und frage sie um Rat. Wir hoffen, dass du ein neues Farmleben in dieser schönen kleinen Stadt genießt. So, und Ausdauer und Erschöpfung. Dein Charakter hat zwei Hauptwerte, Ausdauer und Erschöpfung. Die rote Bären in der linken oberen Ecke symbolisieren deine Ausdauer. Sie nimmt ab, wenn du beispielsweise Werkzeug verwendest. Wenn du mit 0 Ausdauer weiterarbeitest, baust du Erschöpfung auf. Erschöpfung entsteht ebenfalls, wenn du beispielsweise spät nachts oder bei schlechtem Wetter draußen arbeitest. Das Gesichtssymbol in der linken oberen Ecke zeigt deine Erschöpfung an. Es ändert sich mit zunehmender Erschöpfung. Wenn du zu viel Erschöpfung aufbaust, brichst du zusammen und wirst in die Klinik gebracht. Versuche unbedingt, das zu vermeiden. Du kannst Ausdauer wiederherstellen und Erschöpfung lindern, indem du badest und isst. Doch am meisten hilft es, einfach auszuschlafen. Okay, also gibt es jetzt hier sogar noch einen zweiten Faktor wirklich, der dafür sorgt, dass man arbeiten kann und nicht. Naja, sollte erstmal reichen. Oh, das ist schließlich deine Form. Du kannst damit machen, was du möchtest. Aber ich würde dir raten, zuerst ein bisschen Geld zu verdienen, um dir das Leben zu erleichtern. Es gibt zum Beispiel viele Dinge, die du im Wald sammeln kannst und für etwas Geld verkaufen kannst. Und wenn du deine Arbeiten für den Tag erledigt hast, solltest du durch die Stadt spazieren und die Bewohner kennenlernen. Wenn du der Straße von deiner Farm nach rechts folgst, wirst du auf deinen Nachbarn stoßen. Sie plaudern sicher gerne mit dir oder geben dir Ratschläge. Ach ja, eine Sache noch. Schau in deinen Werkzeugkasten. Wenn du nach Hause kommst, du wirst darin ein kleines Geschenk finden. Es ist nur mein alter Schrittzähler, aber ich denke, du kannst ihn gut gebrauchen. Mineralstadt ist immerhin ein großer Ort. Es könnte dich interessieren, wie viele Schritte du machst. Also dann, das sollte für heute reichen. Ich komme bald wieder vorbei, um nach dir zu sehen. Viel Glück. So, da bin ich mal gespannt. Oh, und wir haben auch einen Brief auf jeden Fall. Oh nein, ein Handwerker? Oh Gott, sieht Zack aus. Hey, ich heiße Zack. Ich kümmere mich um alle Lieferungen. Schön, dich zu kennenzulernen. Hm? Es gibt etwas, das du bei der Arbeit auf der Farm nicht vergessen darfst, okay? Hier, ich zeig's dir. Oh, guck mal, da links sind Trauben. Siehst du das? Das ist die Lieferkiste. Denk immer dran. Du willst etwas verkaufen? Pack es in die Kiste. Ich komme jeden Tag um 7 Uhr vorbei und hole den Inhalt ab. Dein Anteil landet dann gleich in deinem Geldbeutel. Praktisch, oder? Aber an Festival und Feiertagen komme ich nicht vorbei. Weißt du warum? Weil ich Oberfreizeit haben will. Wie auch immer, das ist nicht deine einzige Lieferkiste. Es gibt auch im Hühnerstall und in der Scheune eine. Du kannst deine Ernte ebenso verkaufen wie Sachen, die du am Berg gefunden hast. Oh, und Produkte wie Eier, Milch und Wolle natürlich. Du verstehst das Konzept, oder? Okay, pass gut auf, das ist wichtig. Hart zu arbeiten ist ja toll, aber übertreib's nicht. Wenn du dein Gesicht langsam blau wird, bist du kurz vorm Umkippen. Wenn es schon zu weit gekommen ist, hör auf und ruh dich einfach aus, okay? Niemand will Urlaub in der Klinik machen. Verstanden? Gut, ich komme also um 17 Uhr vorbei. Bis dann. So, kann ich jetzt was machen, was ich möchte? So, aufnehmen. Ah ja, Gegenstände liefern. Lege die Erzeugnisse der Viehzucht und der geernteten Feldfrüchte in die Lieferkiste, um sie zu versenden und Geld zu verdienen. Um 17 Uhr kommt Zack vorbei, um alle Gegenstände aus der Kiste einzusammeln und dich zu bezahlen. Er kommt fast immer, außer an Feiertagen. Zusätzlich zur Lieferkiste auf deinem Feld gibt es noch jeweils eine in der Scheune und dem Hühnerstall. Um einen Gegenstand in der Lieferkiste zu legen, nimm ihn zunächst in die Hand und untersuche dann die Lieferkiste. Du kannst mehrere Gegenstände aus deiner Tasche auf einmal hineinlegen, indem du die Lieferkiste untersuchst, während du dich nichts hältst. Pass dabei jedoch auf, sodass der Gegenstand in der Lieferkiste landet, kannst du ihn nicht wieder rausnehmen. Okay, also das haben sie echt nicht geändert. Also das heißt, ich kann jetzt hier nicht... Doch, so geht's noch, aber sobald es einmal drin ist... 140. Okay, jetzt zeigt mir sogar an, wie viel es kostet. Ah, okay, das ist also der 3D-Cursor. Mal gucken. Nee. 3D-Cursor sieht ein bisschen kacke aus. Gucken wir mal. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Machen wir erstmal so, dass wir für 3 Felder Platz hätten. Ich vermute mal auch, man kann das letztendlich genauso basteln wie früher auch.
So, wie kann ich jetzt hier die Gegenstände durchtauschen? Okay. Ja. Keine Ahnung, wie ich jetzt mit den Gegenständen durchtauschen kann. Hm. Es bringt doch nichts, wenn ich gedrückt halte. Ja, wie kann ich jetzt? Ah, doch. Okay. Nee. Zack. Ah, landet automatisch drin. So, na dann. Ist das eine Powerbeere? Leicht zu Beginn gefunden, auch interessant. Ich mach's mal erstmal von den Anbausachen und ähnlichen, so wie ich es früher bei Back to Nature auch gemacht habe. Ein Maulwurf. Hätte ich ihn vielleicht platthauen müssen? Ich weiß es nicht. Oh, es ist schon 15 Uhr, Mensch. So, halt. Lesen wir mal den Brief. Gotts Werkstatt. Gott? Echt? Komm zu Gotts Werkstatt, wenn du dein Zuhause oder deine Farm renovieren möchtest. Wir haben auch Materialien und Möbel. Uff, ich war noch nie so gut in solchen Sachen. Also, ich habe Zeug, das du brauchen könntest, da du gerade erst eingezogen bist. Und so, komm doch vorbei, Gotts Werkstatt. So. So, was hatten wir hier? Das war die Schmiede. Saibara. Okay, das sieht schon mal ein bisschen besser aus als damals bei Back to Nature. Ich mache für die Stunden. Wenn ich nicht gerade an etwas arbeite, bin ich immer offen für neue Aufträge. Komm. Steht denn da, was es kosten würde? Oh, wir können anscheinend auch gleich eine mythische Sicherung. Alter. Da brauchen wir auf jeden Fall Mithril, Gold, mythisches Erz. Okay, wir können Sachen kaufen. Ich muss mal kurz in die Stadtkarte gucken, wo wir da das Gasthaus gemischt waren laden. Das ist halt doof, dass man hier nicht wirklich hochkommt, wa? Alter, doch. Abkürz. Cool, eine geheime Stelle irgendwie. Das war der Briefbote, Postträger, wie auch immer, ja. Postbote. So, ich möchte gern was kaufen. Willkommen, tut mir leid, aber es gibt keine Gerichte zum Mitnehmen. Ach, ich bin gar nicht in der Dings. Hä? Moment. Ach, ich muss noch jetzt nach oben. Scheiße. Wer bist du denn, hä? Cliff. Oh, das ist Cliff, echt? Hallo. Du bist gerade auf dieser Farm eingezogen, hm? Wie ich heiße? Cliff, schön dich kennenzulernen. So, der Laden. Es stehen Produkte zum Verkauf, ja schön. Willkommen. Steckrübensamen. Die Frage, warte mal. Das ist jetzt echt die Frage. Wie werden die hier wohl... Okay, der liefert es wenigstens gleich nach Hause. Und wir können gar nichts mehr kaufen. Das ist schon mal doof. Vielleicht sollte ich aber nur bis 17 Uhr warten. Dann könnte, hat der denn bis 17 Uhr auf vielleicht? Er hat auch nur bis 17 Uhr auf. Scheiße. Aber interessant, dass jeder anscheinend einen eigenen Briefkasten hat. Hallo, und du bist? Ach ja, genau. Bürgermeister Thomas hat uns erzählt, dass du kommst. Ich heiße Sandra, meiner Familie gehört der Gemischtwarenladen. Ich würde mich freuen, dich dort ab und zu sehen. Oh,
Moment. Zack. Ah, jetzt ist abgeschlossen. Und wir haben aber jetzt gerade Geld gehabt. Mineralklinik hat schon geschlossen. Aber schon mal mit dem Rucksack ist es ein bisschen doof, dass wir da gar nicht so viel Platz haben. Aber naja, ist halt so, ne? Ja, kann ich denn? Interessant, also ich kann da wahrscheinlich nur die Angel nutzen. Hier ist der Hühnerladen. So. Auffüllen, danke. Ah, er sammelt das echt alles automatisch ein. So, testen wir mal. Ah, okay. Schade, dass wir dann halt keine Gurken sammeln mehr. Naja. Was denn du? Hat er sich jetzt so gesträubt, weil es schon spät wird? Okay, also gedrückt halten bringt übrigens nichts. So auf der Ohren, ein bisschen nervig das Geräusch. Hey. Noch geht's dir gut. Du bist noch nicht vollkommen erschöpft, Freund Blase. So, können wir denn Sachen weglegen? Ich will mal gucken, kurz in das Gras gucken. Hier soll ja angeblich Gras sein. Ja, könnten wir abbauen. Vermute ich mal stark. Und hier wäre mein Hühnerstall, okay. So, dich brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ist aktiviert. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Okay, wir können auch schräg drüber springen, das ist schon mal schön. Alter, es ist schon 23 Uhr. Oh, jetzt ist er nicht mehr so froh. Hey! So, aber ins Bettchen. Mein Blaser. Wir haben auch echt nur noch 5 Ausdauer, also, Verkaufen mal eins hiervon und davon, den Rest, ja, für den nächsten Tag. So, Freunde, dann bedanke ich mich erstmal schon mal für die erste Folge in diesem Angezockt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und ja, mal gucken. Wir schauen uns dann ein bisschen in der Stadt um und wenn ihr dann doch von diesem, ich sage mal, Harvest Moon gerne ein Let's Play haben wollen würdet, gebt mir einfach Bescheid, schreibt es in die Kommentare und ansonsten sage ich nur noch ciao ciao, einmal speichern und bis dahin. Yeah, Geld.